Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid zu einem neuen Haul. Heute habe ich für euch Action und ich habe mal ein bisschen Temu getestet. Ich habe jetzt nicht allzu viel bei Action geshoppt. Ich sage euch auch gar nicht viel um den langen Brei rum. Es ging mir darum, ich habe noch ein paar Cardstock gebraucht. Und bis ich die halt bestelle und die dann bei mir ankommen, dachte ich, ich brauche nicht viel. Ich brauche nur ein paar Sachen für meine Herbstbastelei. Und deswegen habe ich ausnahmsweise noch mal bei Action geshoppt. Genau, ich zeige euch jetzt mal meine Raritäten, die ich mir ausgesucht habe. Zum einen sind, glaube ich, wieder im Angebot diese 24 coolen Gelstifte. Einmal in Normal und einmal in Glitzer oder Metallic, genau. Die wurden schon fleißig, mit dem wurde schon gemalt und ja, kreiert und die gehen echt gut. Also die sind, ich glaube, 2,49. Ich fand es jetzt vom Preis-Leistung echt gut in dieser coolen Box. Wenn ihr mal ein Geschenk für einen Kindergeburtstag oder für euch selber welche wollt, ich finde die echt gut. Dann habe ich gekauft, ich glaube 57 Cent, dieses Abstandklebeband. Das brauche ich einfach nur... ja, entweder zum Basteln oder manchmal brauche ich die Teile auch, um dass die Tür nicht an die Wand stößt. Durfte auch mit. Dann habe ich ja erwähnt, dass ich auch vielleicht auf den Markt gehe. Da habe ich jetzt die zwei Packen gekauft. 50 Stück jeweils drin. 13 x 13, 15 x 15 cm für die Karten, wenn die genommen werden, diese Hexagonkarten. Ich weiß gar nicht mehr, was eine Packung gekostet hat, aber die waren wahnsinnig günstig. Dann durfte mit einmal das Vellum-Papier, also mit Geburtstag und Konfetti. Ja, dachte ich, ist kein Fehler, mal buntes Vellum zu haben, richtig schön. Ich glaube 1,30 oder so, also richtig günstig. Dann für 3,33 die Stanzschablonen, die wollte unbedingt bei mir jemand hier haben. Ja, dachte ich, das ist günstig und die sind echt süß, diese Iglu und Pinguine. Dann Weihnachtspapier. Ich bastle ja nie alleine und dann ist das natürlich eine günstige Alternative. Und die sind auch schön. Da ist halt immer ein Blatt so mit Folie. Seht ihr das? So foliert. Und das andere ist so ein bisschen mit... ah, meine Kamera... mit Glitteroptik, hier auch wieder mit den Rentieren und den Cupcakes als Cupcake, Muffin-Törtchen, sind immer jeweils vier Blätter. Dann das Gestreifte, da könnte man auch super Bonbons draus machen oder als Hintergrund. Ja, ich fand halt das Papier einfach niedlich, ich komme nicht dran vorbei, ich bin einfach Papierliebhaber. Ja, da auch wieder die Glitzer... Variante, dann eine ohne Glitzer, diese kleinen Tassen mit den Rentieren und den Backhandschuhen. Ich habe jetzt doch mal in Richtung Weihnachten geschwenkt. Ich weiß, es kommt jetzt eigentlich erst der Herbst, aber alle Bastler machen schon Weihnachten und ich habe die ganze Zeit noch keine Weihnachtsstimmung. Genau, das ist auch wieder mit so Glanzpapier und Glitzer. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut, aber als Bonbon bestimmt witzig. So Halloween-Bonbons werde ich damit machen. Genau. Dann die Tannenbäumchen mit dem Glanzpapier und da wieder Glitzern. Einfach cool mit den Schneemännern. Das sind alles so Popcakes. Vielleicht auch zum Thema Backen. Ich habe ja von Create a Smile dieses Rezepte Stempelset. Habt ihr ja gesehen in meinem Haul von Create a Smile. Schaut ruhig im heute habe ich es mit meiner Stimme in meinem Kanal. Da gibt es natürlich noch mehr Haul-Videos. Das Teddy-Haul kam ja neulich so toll bei euch an, dass ich dachte, mache ich heute Action- und Temo-Haul. Wenn ihr Hauls liebt, ich schaue auch gern was anderes shoppen und will wissen, wie die Qualität ist. Genau, da nochmal diese Punkte, die finde ich sehr süß. Da könnte man jetzt auch so eine, habe ich schon Gedankengänge, Winterlandschaft und die mit diesen Stanzen kombinieren, ne? Mit diesen süßen Iglu und Pinguinchen. Ja, und dann halt einmal wieder das nur mit ein bisschen Glitzer matt. Sehr schön.
Dann durfte mit dieser riesen 30x30 cm Papier mit den Fahrrädern und dieser Landschaft. Ich drehe ihn euch auch um, dass ihr mal die Landschaften dazu seht. Also da ist ja immer eine Seite eben, ich finde auch diese Koordinaten oder diese Strecke witzig, wenn ihr jetzt Leute habt, die so auf Radtour, Fahrradtour, ist das gleiche, Motorradtour, irgendwas steht, dann ist das natürlich super. Dann die Wanderschuhe, Fotoapparat, alles was zu so einer Wanderschaft gehört. Könnte man auch ein cooles Urlaubsalbum machen. Ich wollte in meinem letzten Urlaub ein Urlaubsalbum machen, habe nochmals bei WhatsApp reingepostet. Ja, dann hat halt unser Urlaub ein bisschen anders ist verlaufen wie geplant. Wir hatten ja dann den Krankheitsfall in der Familie und jo, egal. Lamentieren nützt nichts. Dann haben wir hier, das ist voll cool, dieses Kartenmotiv, diese Bergelandschaft mit diesen Straßen. Also da könnte man jetzt auch so eine Collage erstellen, was reinstempeln, was stanzen, ausschneiden, wie auch immer. Finde ich einfach mega witzig. Hier die Berge sind auch echt schön. Das habe ich nicht bezahlt, 2,60 €, 2,70 € für den Block. Also das ist echt, das ist halt Action. Ja, dann der See und das Tal, die Berge, richtig schön. Da haben wir lauter so, das könnte man jetzt auch, wenn einer so auf Natur, Landschaft, Urlaubsgebirge steht, als Kalender machen. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, dann hier auf Zelten, Camping ist ja jetzt ein Mods-Thema. Es gibt so viele, die Adventure machen wollen. Mega cool, könnte man auch einen coolen Gutschein machen mit so einem Wohnwagen vorne drauf. Gutschein zum Camping oder Gutschein zum Camping in meinem Garten. Es muss ja nicht immer weit fort sein. Ja, oder so eine Einladung für die Kids, wenn die ein bisschen älter sind, so 10, 12, kann man Übernachtungspartys planen. Echt cool. Das sind, dachte ich auch, hast was denn da los? Sind das Luftballons? Nein, das sind so, wie nennen die sich, Stecknadeln? Von A nach B. Ja, muss man mögen, kann man sich auch was Cooles mit einfallen lassen. Dann nochmal hier Mond und Berge und Vögel auf diesem, was ist für ein Farbton? Moosgrün, Lindgrün. Also ich finde das Grün einfach cool. Dann haben wir hier einfach Grau und Weiß so gepimpelt. Finde ich auch schön. Dann haben wir hier, das ist die Rückseite. Jetzt kommen die Rückseiten. Cool, ich muss den Block nicht drehen. Das ist jetzt die Rückseite vom Gepünktelten. Das könnte ganz von oben so eine Landkarte sein. Also so eine ganz verschwommene. Finde ich auch cool. Dann kommen jetzt hier so Straßen im Gebirge. Jetzt merke ich immer schlecht. Na, Serpentinen. Ich fahre nicht ganz Serpentinen. Ja, aber mega cool. Fast schon wie eine Schlange. Genau, das war die Rückseite von den Gebirgen mit dem Mond. Jetzt kommt von diesen. Das wäre natürlich so eine, ja, Karte, Bergkarte vielleicht. Ich mache das nicht so oft, ihr merkt. Das ist auch eine coole Rückseite mit diesen gestrichelten. Und hier mit den Sonnen. Das ist jetzt auch so ein bisschen, ja, das gehört zu der Rückseite. Kindlicheres Motiv, hätte ich gesagt. Aber ich finde es auch sehr schön. Das sind Fußabdrücke. Schuhabdrücke. Fußabdrücke. Natürlich die Schuhprofile, wie ihr seht. Das finde ich auch keine so schlechte Idee. Könnte man wie so eine Schnitzeljagd machen. So ein ganz spannendes Spurenlesen. Oder wenn jetzt jemand mit in Richtung Detektive gehen würde, würde das auch funktionieren. Oder wäre jetzt, ich habe schon so Krimis-Boxen gesehen, Explosions-Boxen als Krimis. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann hier so Fahrräder. Auch cool für Fahrradfahrer. Könnte man auch so eine, wie heißen die Karten? Hemdkarten draus machen für Männer, die gern Fahrrad fahren. Dann nochmal hier so, wenn man jetzt ein Album macht, gern die ausschneiden, dann kann man da auch so Stichpunkte draufschreiben, was dazu kleben, also für Journals auch gut geeignet. Dann hier einfach weiß-grau gepünktelt, geht immer. Die Kompasse finde ich auch mega cool.
Und das sind hier einfach schlichte Dreiecke auf Grau. Das ist dieses Bäumchen. Das haben wir vorhin noch gar nicht. Haben wir das Bäumchen mit dem Fahrrad gesehen? Weiß ich nicht. Aber das ist auch ein schönes Papier. Und das ist auch schön. Und da haben wir hier, also allein, wenn ich jetzt ein eigenes Büro hätte, habe ich natürlich noch nicht so. Ne? Ich habe so eine Bastelecke, da passt es jetzt, glaube ich, auch gar noch nicht rein. Da hätte ich mir das echt raus und gerahmt, weil das allein wie schon so ein cooles Bild ist. Die Autos fahren die Straßen auf, da ist der Wald, die Berge, die Wolken. Also eigentlich könnte man schon aus dem einen Designerpapier echt ein Bild machen. Ist auch eine Idee. Gut, das war der eine Block. Das andere geht jetzt schneller, ich will euch auch nicht langweilen. Das ist einfach Cardstock von Gelb nach Blau über Rosa Pink. Der hat so ein bisschen Struktur dabei. Aber mir haben die Farben einfach auch gut gefallen und ich weiß gar nicht mehr, 1,50 kostet so ein Block. Dachte ich, mach's nichts falsch, nimm's nochmal mit, weil mir geht gerade mein Cardstock ein bisschen aus. Und wie gesagt, wenn ich das dann bestelle, dann dauert es wieder. Und ja, und für den Preis da auch nochmal 24 verschiedene Cardstocks. Ist halt blöd, ihr habt meistens halt von einer Farbe nur eins drin, wenn man sich in so eine Farbe verliebt, ne, dann hat man halt nur eine. Aber für das, was ich jetzt da vorhabe, genügt es. Ansonsten bin ich immer froh, wenn ich wirklich 21 Blatt A4 habe. Ja. Dann ein Heft mit den Monstera. Ich bin ein Monstera-Fan. Auch ich bin stolze Besitzerin einer Riesenmonstera, die ich neulich bei Edeka bei uns mitgenommen habe. Riesengroß für, ich glaube, um die 10 Euro. Wahnsinn, echte Blume, toll. Egal, dann schweife ich ab. Das ist einfach so ein Schulheft oder Notizheft. Und ich hatte auch noch einen Monstera-Block mit so einem Hardcover außen. Der war allerdings ein bisschen teurer. Der hat, glaube ich, 3,99 gekostet, aber richtig dick. Den kann ich euch nicht zeigen, den hat meine Tochter schon. Und die ist jetzt nicht da und ich wollte jetzt bei ihr nicht rumschnüffeln. So, jetzt kommt mein Temo-Haul. Da habe ich diese coolen kleinen Boxen, die hatte ich neulich schon mal geshoppt, weil ich kriege heute, wenn alles läuft, mein IKEA-Regal für oben fürs Bastelzimmer. Und ich habe auch schon mal angefangen, ein paar Sachen gefilmt vom Bastelzimmer. Irgendwann kriegt er auch ein Bastelzimmer-Video. Aber das dauert noch, weil ich das noch nicht ganz fertig habe und will noch das ein bisschen sortieren und will euch auch praktische, nützliche Tipps zeigen, wie man das am besten, also für mich halt praktisch einrichtet. Und diese Boxen sind cool, die sind so klein, da passen so kleine Stanzformen rein oder kleine Stempel. Da habe ich aber ja für die Stempel meine alten. Das kommt auch noch ein Video. Die werde ich jetzt dann bestücken. Oder wenn halt die dann größer sind, die Teile, dann passen sie da nicht rein, dann kommen sie auch in ein Album. Und oder ausgestanzte Teile. Das sind in jedem Kistchen 4, 8, 12. Da habe ich 3 Boxen genommen, weil ich dachte, die kann man immer brauchen. Auch für Playmobil Lego voll cool. Ich weiß gar nicht, glaube 1,49 so eine Box. Dann kommt die Schulzeit bei uns übernächste Woche wieder. Da habe ich diese wunderschönen Trinkflaschen, wie sie jetzt alle modern sind, in den modernen Farben geshoppt. Eine in lila Türkis und eine eben in dem Rosé oder 2 davon und blau. 900 Milliliter. Ich glaube, eine kostet 2,57. Durfte mit. Dann habe ich von Temo, jetzt hole ich mal meine Dusche. So süße Katzentassen in Plastik sind die allerdings, 2 Stück. Eine schläft, eine ist wach. Sieht auch so ein bisschen aus wie Pikachu, das Gelbe. Ich weiß nicht mal, was sie gekostet hat, ich muss mal schauen. Dann habe ich für den Bastelbereich diese Schaufel mit Besen für den Tisch zum Saubermachen. Das ist halt fürs Basteln cool oder Painten. Die verlose ich auch. Also denkt an die Verlosung. Ihr könnt noch mitmachen. Umso mehr mitmachen, umso spannender wird es. Wenn natürlich weniger Leute mitmachen, ist die Gewinnmöglichkeit größer. Aber macht ruhig mit beim Gewinnspiel. Das Video ist auch in meinem Kanal. Verlosung 500 Abonnenten. Lenchen sagt danke. Da gibt es dann auch das zu gewinnen. Ich kann euch mal so ein bisschen was davon zeigen. Ja, dann habe ich diese
wie nennen sich die immer? Sheets, Tags, keine Ahnung. Die könnte ich auch mal, das sind fast Aufkleber. In Herbst, das sind Sticker. Herbststicker habe ich mal mitgenommen für 1 irgendwas, glaube 1,29. Kinder lieben das ja, ne? Also ich finde es selber hübsch. Mal gucken, was ich mitmache oder ob die die einfach von mir bekommen. Zum selber basteln ist doppelt. Jedes ist doppelt, aber auch das Rehkitzchen ist süß. Der Bär ist schön. Ja, genau, da fällt mir bestimmt schon noch was ein. Da könnte ich ja auch gleich gucken, passen die in diese Box rein. Wahrscheinlich tun sie es jetzt wieder nicht. Schön klein falten. Ja, geht, schaut, passt. Wahrscheinlich brauche ich so eine Box noch. Ich habe die noch mal, ich glaube, ich habe die noch zweimal oben. Ich habe neulich schon mal Temu bestellt, um es zu testen. Dann habe ich hier so süße Katzensticker. Auch 1,29, ne? Also für 1,29 Katzensticker mache ich halt nichts falsch. Das ist so eine mega fette Rolle. Also, musste mit. Und ich glaube, das war es eigentlich schon. Ja, das andere war jetzt nur noch so eine Box, die drin war. Und das war mein Haul. Temu und Action. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ich was mitmache, wenn ich wieder Ordnungsideen habe, Tipps und Tricks, dann kriegt ihr ein neues Video. Ich mache ein Bild, wenn mein IKEA-Regal steht, wie meine Boxen drin sind. Das kommt dann in die Community rein. Merkt euch das, im Kanal sind auch immer in den Community so Bilder von Up-to-Dates. Ich weiß nicht, ob die mal auf die Startseite dann gleich kommen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, euer Lenchen. Tschüssi!